Ja, Franks Sitzecke unterwegs und heute bin ich wieder in Schwalmtal, genau gesagt im Schwalmtaler Dom oder aber auch St. Michael hier in Bad Nil. Ich begleite seit einigen Wochen den Andreas Gisbertz, den Bürgermeisterkandidaten der Gemeinde Schwalmtal, und heute treffen wir jemand ganz Besonderes und das muss ich ablesen, denn das ist relativ schwierig. Es ist Jan Kronenberg, er ist Diözesan-Schützenkönig hier in Schwalmtal. Und was der so alles auf seiner Reise zu erzählen hat, das hören wir jetzt. Aber vor allen Dingen auch, was hat Andreas mit Schützenkönigen und Schützenfesten zu tun? Ich bin gespannt. Herzlich willkommen, Jan. Hallo. Hallo, grüß euch. Hallo, Andreas, grüß euch. Frank, grüß dich. Ja, wir sind hier im Schwalmtaler Dom, St. Michael in Bad Nil. Jan, du trägst dein Schützensilber, Schützenkönig. Wie groß ist dein Herz aufgegangen, als du diese Kette zum ersten Mal umgelegt bekamst? Ja, das war ganz groß für mich. Also ich habe immer gesagt, mit 30 möchte ich mal Schützenkönig werden. Und dass es dann so weit geht, dass ich jetzt Diözesankönig bin, das ist natürlich traumhaft. Also das war wirklich, ja. Darf man sagen, ja, darf man wirklich sagen, dass ein Traum in Erfüllung gegangen ja, ist? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt ist das was Besonderes, ne? Ja. Ich glaube, das passiert ja nicht jedes Jahr. Nee, also ich bin der erste Diözesankönig aus Schwalmtal, aus dem Bezirksverband Schwalmtal-Brücken. Ja. Ja, nochmal eine besondere Ehre für mich. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ich habe es ja gelesen, ich bin ja ganz ehrlich. Du hast einmal gesagt, du möchtest gerne immer König sein. Und das ist natürlich recht schwierig und nicht nur die eine Saison in der Bruderschaft. Und damit hast du den Wunsch erfüllt. Ja, genau, zumindest jetzt für dieses Jahr. Und, für dieses Jahr. Genau, ja. Nächstes Jahr darf ich jetzt auch noch diese Kette tragen. Ja. Also eine kleine Verlängerung, genau, auf jeden Fall. Ja. Andreas, du stehst neben dem Schützenkönig. Wie stehst du zu den Schützen? Bist du selber Schütze? Ja, ich bin schon seit, guck mal, hier steht 25 Jahre drauf, aber eigentlich schon 35, aber mit 18 kriegt man, glaube ich, erst oder wird man erst offiziell gezählt. Und habe letztes oder vorletztes Jahr meine 25-jährige Mitgliedschaft bei St. Pankratius in Amann feiern dürfen. Ja, ich habe diesen schönen kleinen Ordenbereich gekriegt, bin aber eigentlich schon seit Kindheitstagen bei der Bruderschaft. Ich habe angefangen mit dem Tellschützen über den Jägerzug bis hin zu unserem eigenen Schützenzug, die Blaue Artillerie, und bin eigentlich von Kindheitstagen Schütze mit Leib und Seele, so wie sich dann im Grunde auch für Menschen, die hier auf oder groß geworden sind, eigentlich auch gehört. Ja. Andreas, wenn man hier in der Gemeinde Schwalmtal groß wird, in Amann ganz speziell, ist es da eigentlich völlig normal, dass man gleich Mitglied in einem Schützenverein wird? Ach ja, was heißt normal? Also ich bin's geworden, allein durch meinen Vater, durch meinen Großvater, die waren auch beides, oder sind mein Vater noch heute natürlich auch noch, immer noch begeisterte Schützen. Naja, und so wächst man im Grunde da rein. Ja, ist ja ein Freundeskreis, glaube ich. Ist ein Freundeskreis, der hat sich bis heute gehalten, wie gesagt, mein Schützenzug. Wir fahren regelmäßig, sag ich mal, machen wir eine Schützentour, ja, und man trifft sich auch so losgelöst vom Schützenfest. Ja, das ist natürlich ein großes Stück Tradition in Schwalmtal. Wir haben 12 Bruderschaften in Schwalmtal, darf man nicht vergessen, das ist eine ganze Menge. Ja, wir sind ja doch schon eine relativ kleine Gemeinde und das auf 12 Bruderschaften aufgeteilt. Kann man sich mal ausrechnen, wie viele Schützen wir in Schwalmtal haben. Das ist also schon eine ganze Menge. Ja, aber wie viele ihr habt, das kann ich auch mal den Schützenkönig fragen, den Jan. Jan, von welcher Bruderschaft bist du Schützenkönig? Ich bin Schützenkönig der St. Magdalena Bruderschaft Schier. Ja, da bin ich seit 2006 Mitglied. Vorher war ich auch beim Andreas in der Bruderschaft, okay. Und bin dann mit meinen Freunden oder zu meinen Freunden zur Schier gewechselt. Also insgesamt ist er dann, dass man gerne mit Freunden halt feiert und wenn man das gleiche Brauchtum halt feiert und auch pflegt, denn das ist ja viel, viel wichtiger, denn ein Brauchtum ist ja eine Pflege, das, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen ist. Genau. Wie sieht deine Mitgliedschaft aus, wenn du nicht die Königskette anhast? Ja, dann gehöre ich dem Blauen Ulanenzug Schier an. Okay. Genau. Und da feiert ihr natürlich auch ganzjährig, denn Brauchtum findet ja nicht nur in den Sommermonaten statt, ich kenne das ja vom Karneval, ist ja quasi ein 365-Tage-Auftrag, den man da übernommen hat. Genau, ja. Wir besuchen andere Schützenfeste und jetzt gerade auch als Diözesankönig werde ich natürlich im ganzen Diözesanverband Aachen eingeladen und reise dann. Ne? Ich bin mal sehr gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Ja, ja, denn das ist natürlich klar, dich hat die Corona-Krise genauso getroffen. Alle Schützenfeste sind abgesagt worden. Ganz ehrlich, wie traurig war dein Herz? Ja, schon sehr. Ne? Also der Planer war voll. Ne? Ja. Jedes Wochenende eine andere Kirmes, anderes Schützenfest. Mhm. Ne? Und dann jetzt sowas ist natürlich sehr,
Sehr traurig, ja. Sehr traurig, aber man hat sich ja relativ schnell, dann denke ich, doch von dem Schock erholt und gerade in dem Wissen, man kann dann 2021 das alles nochmal nachholen. Genau, richtig, ja. Die Vorfreude ist groß. Die Vorfreude ist groß. Andreas, du hast uns schon ein Stück mitgenommen, wie du zum Schützenfest gekommen bist, über den Großvater, über den Vater. Viele Dinge ranken sich um Schützenfeste, wie um die anderen Brauchtumspfleger oder das Karnevalsgeschehen. Woran erinnerst du dich sehr, sehr gerne? Ja, also Schützenfest ist einfach... Da ist im Grunde das ganze Dorf auf den Beinen. Ja, also es sind auch viele Menschen, die im Grunde erstmal gar nicht mit dem Schützenfest zu tun haben. Die kommen aber dann ins Festzelt, zum Königsgalaball, zum Dorfabend. Also das ist einfach ein Fest für eine ganze Ortschaft, für eine ganze Gemeinde, sage ich mal einfach. Da erinnere ich mich gerne dran, dass einfach da auch wirklich auch ein Zusammenhalt zu spüren ist. Ja, und ansonsten erinnere ich mich natürlich an tolle Königsparaden, was natürlich klassisch dazugehört, an Zapfenstreiche. Das sind immer ganz tolle Momente in einem Schützenfest, ja. Und wenn man dann selber eine Uniform anhat, bei mir alle 2 Jahre, wir wechseln uns mit St. Magdalena ab, das ist unsere Schwesterbruderschaft und dann ist das natürlich ein tolles Gefühl. Ja, und die 2 Jahre sind natürlich auch eine relativ lange Zeit und wenn das Schützenfest denn da ist, dann, ja, dann feiert man einfach und ist froh über die nächsten 4-5 Tage, die dann kommen. Ja, ich denke auch. Jan, wir sind natürlich hier in St. Michael, in Waldmiel. Wir würden uns gerne die Kirche noch ein bisschen angucken. Hast du Lust, mich mit dem Andreas hier nochmal zu begleiten? Na klar. Ja, wunderbar. Dann gehen wir nochmal ein Stückchen. Ja, Jan, vielen Dank schon mal, dass wir hier durch den Dom gehen dürfen. Wo sind wir denn jetzt angekommen? Ja, wir gehen gerade auf den Hauptaltar, auf den Hochaltar zu. Ja, Andreas, wir sind hier im Schwalmtal-Dom. Ich frage mich natürlich die ganze Zeit, woher stammt dieser Begriff, dieser Name? Schwalmtal-Dom? Ja, also... ist ein aus dem Volksmund herauskommender Begriff. Okay. Also diese Kirche ist 1883 eingeweiht worden, also noch gar nicht so alt. Ja, gab natürlich vorher schon Kirchen in Mamil, aber der Dom hier selber ist von 1883. Naja, und der Begriff Schwalmtal-Dom kommt aufgrund seiner Größe. Ja, ein sehr imposantes Bauwerk, sehr hoch, strahlt weit über Schwalmtal hinaus. Ja, und so wurde er im Volksmund natürlich, ein Dom ist immer groß, ja, natürlich, dann auch ein bisschen auch mit Stolz natürlich und auch zu Recht dann immer Schwalmtal-Dom. Ja, du hast völlig recht, mit Stolz nennt man den Schwalmtal-Dom. Lieber Jan, ist natürlich klar, Bruderschaft und Kirche gehört zusammen. Ihr feiert viele, viele Feste. Wichtigste Fest sicherlich von Leichnam. Ja, auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, überall gefeiert. Alle Schützenbruderschaften nehmen daran teil. Genauso wie das Hochamt am Sonntag, was zu jedem Schützenfest dazugehört. Ja, das ist einfach. Das ist einfach, ich wollte gerade sagen, das ist ja die Verbindung auch, das, was man seit Jahrhunderten auch lebt und das, was miteinander auch verbindet, gar genau. Keine Frage. Meine Frage ist eine andere. Wo ist denn deine Königin? Ja, die hat einen Termin bei einem Physiotherapeuten heute. Okay, damit sie gesund ist und den König genau kriegen kann. Ne? Und für nächstes Jahr durchstarten kann. Und auch gewappnet ist. Ich finde das ganz toll. Frage mich immer wieder, ich komme aus dem karnevalistischen Brauchtum, ich frage mich dann immer wieder, wenn du deine Minister suchst, ja, ist das schwierig oder sagen die sofort, ja, da sind wir dabei? Ich glaube, es gibt so solche und solche. Ja, ja. Also bei mir war es Gott sei Dank einfach. Die haben direkt zugesagt und da bin ich auch sehr stolz und dankbar. Denn das ist ja auch so, viele verstehen das nicht. Das, was hinter den Kulissen passiert, macht es ja auch aus. Ne? Man muss viel organisieren und viel machen. Man hat einen vollen Terminplan und ohne die Minister würde vieles gar nicht funktionieren. Nein, das ist richtig. Minister genauso wie der Adjutant, das war ein ganz eng gespieltes Team und hat alles super geklappt. Hat alles super geklappt. Und wenn wir jetzt beide den Andreas angucken, dann kommt natürlich die Frage, Andreas, so als kleiner Bub oder vielleicht auch jetzt als heranwachsender, toller Mann, war immer die Frage, hattest du mal den Wunsch, Schützenkönig zu werden? Heranwachsender, toller Mann, das ist egal zu mir. Cool, oder? Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, ich weiß, aber mit knapp 44 Jahren darf ich das ja noch sagen. Ja, okay, das stimmt. Ja. Also, ist immer eine Ansichtssache. Ja, genau. Also, ja, natürlich, Schützenkönig ist eigentlich von, im Grunde von jedem Schützenbruder ein Traum, aber ich glaube, der Jan kann das bestätigen, das ist ein ganz, ganz großer Aufwand. Man muss eine Truppe hinter sich haben, man muss Beruf, Familie, alles unter einen Hut kriegen. Insofern hat sich das für mich oder auch Teilen aus unserem Zug eigentlich noch nicht ergeben. Der Wunsch ist mit Sicherheit irgendwo immer da, aber es muss wirklich realistisch sein, damit auch die Bruderschaft, aber auch der Königszug alle wirklich Spaß dran haben. Das ist ein ganz großer Aufwand an Organisation im Vorfeld und da muss man schon das nötige Umfeld mitbringen, das ist ganz wichtig. Ja, ich sag mal so, das entscheidet man nämlich aus dem Bauch. Genau. Das muss alles vorbereitet sein. Du bist nach Paderborn gefahren. Genau. Ja, ich bin natürlich informiert. Und dann in Paderborn, da gibt es ja nicht nur den Fußballverein,
Und da bist du genau das geworden, was du heute bist. Wie nervös warst du denn da? Also beim Schießen war ich schon sehr nervös. Ja. Ja. Und wenn man dann, der Schießstand war in so einem Keller drin, ne, und dann ging man da die Treppe runter und hat man schon die 50 Meter gesehen. Da denkt man, ui, das ist doch ganz schön weit. Ne? Vorher habe ich dreimal trainiert, glaube ich. Mhm. Oder vier. Und dann schlackern schon die Knie. Ich denke schon, aber so ein bisschen Nervosität gehört sicherlich auch dazu. Ja, und dann stand das Endergebnis fest. Genau. Und dann, wie groß war die Freude? Oder die Überraschung? Ja, die Überraschung, die war schon sehr groß. Ich hab nie damit gerechnet. Ja. Also, zumal es auch andere Könige gab, die ja tagtäglich mit so einem Gewehr schießen oder wöchentlich. Dann, ich habe das, wie gesagt, zweimal in Hand vorher und dann 28 Ringe geschossen. Das war schon, ist schon überragend, ja. Keine Frage. Und dann, Andreas, kommt der junge Mann nach Hause und sagt, hey, Gemeinde Schwanthal, ich hab's geschafft. Tja, war für alle eine Riesenüberraschung. Habt ihr gefeiert? Wir haben sehr groß gefeiert. Also, ich erinnere mich, ich ging ja erstmal so durch die Decke. Jan und ich, wir spielen sogar noch zusammen Theater. Ja, das heißt, wir sind in einer WhatsApp-Gruppe drin. Und zu der Zeit, wir sind sogar in einem Theaterverein. Und in der WhatsApp-Gruppe, ich erinnere mich, war irgendwie gerade am Samstag, wo du, glaube ich, Diözesankönig geworden bist, da kam die erste Meldung, Jan ist Diözesankönig. Alle erstmal, ey, kann doch nicht wahr sein. Gratuliert, und dann ging das Ding wirklich durch die Decke. Und ich erinnere mich, ein paar Wochen später war eine große Messe in St. Georg in Amern, wo ich glaube alle Könige, Jan berichte mich aus, der Diözese da waren, oder viele zumindest, viele, viele Abgeordnete der ganzen Schützenzüge oder Bruderschaften aus der Diözese. Und dann sind wir geschlossen runter zur Brücke in unser Pfarrheim. Ja. Das Ding war gerammelt voll. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren da drin? Circa 500. 500 Leute, also das war für Schwanthal ein sehr, sehr großes Event. Der Bürgermeister hat eine Eröffnungsrede gehalten oder ein Grußwort gehalten. Also man hat auch da die Wichtigkeit gesehen, also auch die Wichtigkeit für Schwanthal. Da war schon eine tolle Sache und das hat man nicht jedes Jahr. Das war schon richtig gut. Ja. Ein Highlight, 90 Jahre ist es hier nicht vorgekommen und ich denke mir, die Feierlichkeiten werden nächstes Jahr einen riesen Anlauf nehmen und dann wird mit Gewalt gefeiert. Hast du schon eine Idee, wie viele Termine da auf dich zukommen? Nicht wirklich. Also ich tippe so 30, 40. Mein Gott, ja. Aber da sind auch wahrscheinlich Termine bei, die sich überschneiden werden und ich werde nicht alle wahrnehmen können, denke ich. Ne? Manchmal schwierig, ne? Ja, gerade so an gebündelten Schützenfestwochenenden, sage ich jetzt mal, wie von Leichnam, wie Pfingsten, da werden dann 6, 7, 8, 9 Einladungen kommen, die kann ich natürlich nicht alle wahrnehmen, aber ich tue mein Bestes. Du tust dein Bestes und ich weiß, Andreas tut auch sein Bestes, denn am 13. September ist die Wahl zum Bürgermeister. Jetzt seid ihr befreundet, ihr seid Schützenbrüder, das darf man wirklich sagen. Gehst du dann, wenn er denn gewählt werden würde, mit deinem Silber und gratulierst? Natürlich, das werde ich machen. Aha, ich freue mich. Das ist schon mal ein großer Ansatz, denn Andreas, unter den Schützenbruderschaften, da entstehen ja viele Freundschaften. Also nicht nur persönliche Freundschaften, sondern auch die Bruderschaften gemeinsam. Die feiern und feiern unheimlich gerne. Und man sagt immer wieder, naja, die feiern sich. Ist das hier auch so, dass man sagt, man feiert erstmal sich und dann nimmt man den Bürger mit und dann macht man ein großes Fest? Frage an mich. Ja, natürlich. Also ich sehe es gar nicht so. Natürlich sind die Schützenbrüder natürlich da eins. Ja. Das ist natürlich ein großes Highlight, aber ich glaube, das ist das Bestreben einer jeden Bruderschaft, die Bevölkerung wirklich im großen Maße mitzunehmen. Mittlerweile ist man so weit, dass man wirklich die Veranstaltung meistens zum freien Eintritt anbietet, damit man auch wirklich da eine Hürde abbaut und sagt, pass auf, nicht erst 10 € Eintritt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Leute auch wirklich ranzuführen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, viele Menschen, die dann erstmal im Zelt sind, auch wenn sie keine Schützenbrüder oder Schützenschwestern sind, die fühlen sich super wohl, die feiern gerne mit. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig, nicht in seinem eigenen Dunstkreis unterwegs zu sein, sondern wirklich sagen, pass auf, eingeladen sind alle, ihr könnt alle gerne kommen, wir haben ein tolles Programm für alle und das funktioniert einfach, wenn die Menschen kommen. Es funktioniert und ich durfte oftmals Zeuge sein bei einem Schützenfest, dass wirklich jung und alt, ob Männlein noch Weiblein zusammenkommen und gemeinsam und friedlich feiern, das ist ja auch was Schönes. Jan, wie sieht es eigentlich mit dem Nachwuchs in den Schützenbruderschaften aus? Ja, Nachwuchs, schwieriges Thema auch bei uns, wie ich glaube in allen Vereinen. Viele Alternativen werden angeboten. Da haben auch wir, glaube ich, ein echtes Problem mit. Ich glaube, das ist überall so. Ne? Die Kinder, die Jugendlichen werden durch andere Dinge abgelenkt. Andreas, was würdest du empfehlen, wenn wir schon mal darüber sprechen, dass wir sagen, Mensch, kommt doch in die Schützenvereine, kommt zu den Bruderschaften oder auch zum Karneval, braucht und ist ja ganz, ganz wichtig, auch für dich später vielleicht als zukünftiger Bürgermeister.
Schwierig, also jetzt ohne Empfehlung rauszuhauen, ist wirklich schwierig. Also natürlich immer wieder versuchen, auch die kleinen oder jungen Menschen zu erreichen, auch die auch hinzuführen und auch mal die positiven Dinge, auch die Eltern mitnehmen, weil man darf ja nicht verkennen, sind ja auch oft Eltern, die mit der Bruderschaft nichts zu tun haben und die vermitteln natürlich dann auch nicht weiter an ihre Kinder. Also wenn man wirklich auch versucht, ein Stück weit die Eltern und die Kinder mitzunehmen und auch ranzuführen und es wirklich zu zeigen, was bedeutet eigentlich Schützenfest. Ist ein schwieriges Thema, aber da wird es mit Sicherheit Hebel geben. Man muss das machen. Relativ komplex. Man muss ansetzen, genau, klar. Ja. Okay, dann frage ich jetzt euch beide zum Abschluss. Lieber Jan, was ist das Schöne am Schützenfest? Der Zusammenhalt. Also wenn das ganze Dorf, wie Andreas eben auch gesagt, zusammenkommt und feiert, das ist einfach herrlich. Also, doch. Da geht das Herz im Kopf, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Andreas, wenn du jetzt hier stehen würdest und hättest eine Werbesendung, eine Wahlwerbesendung, um Menschen zum Schützenfest oder zu die Schützenbrüderschaft zu bringen, was würdest du denen empfehlen? Warum ist es so schön? Ja, okay, ich sage, Jan hat es gerade schon gesagt, der Zusammenhalt ist ganz wichtig und macht auch viel, viel Freude. Trömmelchen in der Trömmelchen hier. Ich glaube, dann ist jeder Schützenbruder, jede Schützenschwester steht dann irgendwo stramm in der Küche und sagt, so, jetzt geht es endlich los. Ja, also ganz ehrlich, das ganze Dorf ist auf den Beinen und ich würde einfach wirklich mir wünschen, dass auch viele Bürger aus Schwalmtal und Bürgerinnen aus Schwalmtal die Chance wahrnehmen, wenn dann ein Schützenfest ist, egal wo, wie gesagt, wir haben 12 Bruderschaften, hinzugehen, man wird wirklich mit offenen Armen empfangen, man hat viel Freude, man knüpft Kontakte. Und ich glaube, für ein soziales Leben in einer Gemeinschaft kann so ein Schützenfest nur förderlich sein. Ja, Schützenfeste sind natürlich auch die sozialen Punkte, wo sich die Menschen halt treffen. Ungezwungen, hier lernt man Menschen kennen. Genau, ja. Auf dem ganz kleinen Weg. Ich glaube, dass die Hemmschwelle auch nicht ganz so groß, ne? Nee, das ist wahr. Geht ganz gut an so Festen, ja. Ja, man steht ungezwungen miteinander und dann spricht man über dieses und jenes, spricht vielleicht über den kommenden Bürgermeister der Gemeinde Schwalmtal. Und wenn er schon gerade neben dir steht, sollte er gewählt werden, hättest du einen Wunsch an den Andreas? Ja, ich würde mir wünschen, dass er ein offenes Ohr für uns Schützenbruderschaften hat und uns zu unseren Schützenfesten besuchen kommt. Das sind natürlich Wünsche, lieber Andreas, die du garantiert gerne erfüllst. Ja, die fallen mir, glaube ich, glücklicherweise relativ leicht. Ich feiere gerne Schützenfest. Ja, wie gesagt, bin ja selber ein Schützenbruder, viele Jahre, 2 Bruderschaften aktiv und das offene Ohr gehört für mich zur Selbstverständlichkeit. Insofern ja, sind die Wünsche, glaube ich, erfüllbar und die erfülle ich auch gerne. Es hört sich auf jeden Fall wunderschön an, denn Frank Sitzecke unterwegs war heute hier im Schwalmtal-Dom oder auch St. Michael in Bad Nil. Ich darf ganz herzlichen Dank sagen bei Jan Kronberg und bei Andreas Gisbertz. Danke euch beiden fürs Gespräch. Wünsche dir eine wunderschöne Zeit 2021, wenn du alle Termine nachholen kannst, die 2020 ausgefallen sind. Und dann vielleicht an deiner Seite oder bei vielen Schützenfesten den Bürgermeisterkandidaten am heutigen Tage, Andreas Gisbert. Dankeschön. Ich danke euch. In diesem Sinne, tschüss, bis zur nächsten Sendung.